Denken Sie doch mal an Ihr Waisenkind im Zeugenstand. Hm? Das wird eine Tortur für das arme Mädchen. Wollen Sie ihr das wirklich antun? Wir werden sie auseinandernehmen. Was ist mit der Zeugin? Kann man die kaufen? Das Mädchen ist im Zeugenschutzprogramm. Dieses Verfahren muss weg. Das Mädchen muss weg, und zwar schnell. Ich bring dich jetzt hier raus. Du bleibst immer hinter mir und greifst meinen Gürtel, okay? Und dann gehen wir zusammen. Im Gleichschritt. Ich verspreche dir, ich passe auf dich auf. Was ist, wenn die dich erschießen? Das wird nicht passieren. Bist du kugelsicher? Nein, aber ich war mein Pfadfinder. Ich warne Sie, ich hab den schwarzen Gürtel. Bitte, ich hab Familie. Ich war trotzdem ein Auto. Happy Birthday. Wie bist du eigentlich heute geworden? Was glaubst du? 50. Ist er erst für 15? Ja. Bevor ich dich getroffen habe, sah ich erst für 26. Ich lasse ihn nicht allein. Ich kann das nicht zulassen. Stopp mich. Ich bin ja bloß der Polizeichef. Was sollte ich machen, ihn erschießen? Ich hab's versucht, aber dann hat er mir meine Pistole abgenommen. Kung Fu kann ich nicht. Wer ist der Mann? Ex-KSK, hochdekoriert. Jetzt glaubt er, ist John Rambo. John Rambo. Sylvester Stallone? Ist sie deine Freundin? Die war es mal vor langer Zeit. Hast du Max geliebt? Ja, ich hab ihn geliebt. Aber es war einfach sehr schwierig, mit ihm zusammen zu sein. Max ist Soldat. Ein Krieger. Max ist aber kein Soldat mehr. Meinst du? Er war immer Soldat. Er wird immer einer bleiben. Ist er voll verrückt? Yes. Wissen Sie, ohne meine Brille sehe ich nicht so gut. Was war das? Ohne das Ding bin ich blind wie eine Fledermaus. Ich glaube, ich bin fetter geworden. Muss entweder aufhören, Kekse zu fressen oder mal wieder joggen gehen. Sie sind Ihr Vater, ja? Ja. Wann ist sie geboren? Sie ist 15. Wir sind von der Polizei. Ich hätte gerne mal einen Ausweis von Ihnen gesehen. Was war das, eine Bahncard? Tu mir einen Gefallen und pass auf ihn auf, okay? Für mich. Wir können in ein Krankenhaus gehen. Bitte, Max, dann stirbst du. Solange der Typ am Leben ist, ist sie in Gefahr. Du musst nach vorne gehen. Du musst ihn platt machen. Trag mich einfach auf dem Dach. Ich leg mich da oben hin, warte auf den Weg, sondern schieße ich ihm in seinen verdammten Kopf. Rudi, ich kann dich nicht auf dem Dach tragen, du bist viel zu fett. Fett? Ja. Meine T-Shirts sind eingelaufen, das ist alles. Früher, als ich klein war, da hat meine Mutter mir immer erzählt, dass sie das Kind einen Schutzengel hat. Vielleicht bist du ja mein Schutzengel.